Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr es im Hintergrund seht, ich bin in Deutschland am Wasserdamm und es geht um die Brasse. Ich zeige euch jetzt, wo wir die fangen. Beifang haben wir natürlich dabei. Ich zeige euch aber, wo wir die fangen, was für ein Setup wir nutzen und wie das Ganze funktioniert. Nicht wundern, die Bissfrequenz ist nicht so extrem wie beim Aal, aber es passt. Also wir starten hier, laufen hier rüber zu 49,77 und dann werfen wir hier mit folgendem aus. Ich habe mich wieder für die Picayusans entschieden. Und ja, wichtig ist hier, 1er Haken, Blutwurm. Ich hatte es mit Blutegel probiert, da hat man viel zu viel Beifang, auch teilweise Welse, was ich nicht so prickelnd finde, gerade mit den 7 oder 8 Kilo Ruten. Dann Brassenfutter, das gucken wir uns gleich nochmal an. Und das Ganze dreimal. Alternativ könnte man es auch mit Brot probieren, wenn man es jetzt nach den. Wenn man jetzt nach den Rekordlisten gehen würde, Kartoffelstückchen würde ich definitiv nicht empfehlen, weil da sehr wahrscheinlich auch mal hier so ein Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen oder Graskarpfen beißen kann. Den Drill wollte ich nicht haben. Das wäre der Drill meines Lebens mit so einer kleinen Rute. Ja, Blutegel kann man probieren, können aber auch wiederum, kann oder beziehungsweise kann auch mal ein Zander drauf beißen, damit das hier Köderfisch steht und nicht Blutegel, aber okay. Hat sich ja einiges getan, deswegen klappe ich den ganzen Spaß hier ab. Ja, jetzt gucken wir uns noch die Futtermischung mal zusammen an. Die habe ich nämlich vorhin erst erstellt. Also die ist neu, nicht mit Perwoll gewaschen. Jetzt gucken wir erstmal, haben wir hier, ja, das könnte wieder einer sein, können natürlich auch ein Giebel sein. Wie gesagt, Beifang haben wir hier immer mal dabei. So, dann kommen Sie mal ran hier, mein Freund. Wieder ein kleiner Giebel oder eine kleine Brasse. Kleine Brasse. So. Ja, das Futter, da ist es, das Brassenfutter, das habe ich vorhin gemischt, da die ja auch auf Blutegel beißen. Wir ja aber die Welse umgehen wollen, habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du hier Brassenfutter, Anis, Erbsen gemahlen, weil die ja eh auf Erbsen stehen und einfach Blutegel als Köder mit rein und das klappt eigentlich sehr gut. Wenn man nämlich auf den Setzkescher guckt, haben wir 2 Giebel und 8 Brassen. Das ist eigentlich ganz okay. Ich vermute, dass wahrscheinlich gegen morgen die Bissfrequenz ein bisschen steigt. Ja. Und wie man ja sieht, es hat geklappt oder es funktioniert. Jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch einen Biss. Denn wenn wir hier mal gucken, der Giebel wurde ja auch mit Brot und Blutwurm gefangen. Deswegen, ja, der kann da natürlich auch beißen. Deswegen haben wir ja hier auch den Beifang. Gucken wir mal. Das könnte jetzt vielleicht mal ein größerer. Bessere Brasse sein. Normalerweise habe ich die Brasse immer auf Erbsen geangelt. Das klappt aber irgendwie nicht mehr so. Deswegen mache ich eben Erbsen gemahlen ins Futter rein. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut in Bezug auf die Brasse. So, Giebel oder Brasse. Ein Giebel. Schön, den wollte man nicht. Wie gesagt, Beifang ist dabei. Aber wie ihr seht, es klappt und funktioniert, wenn man sich das Ganze mal anguckt hier. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, war es das auch schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, vielleicht gerade bei den Jungen oder Anfängern jetzt in dem Spiel oder Neueinsteiger. Es geht auch die Kitana Deep Stream 8. Die zeige ich euch mal fix, dass ihr sie seht. Das ist diese Route hier und dann eben mit dem passenden Setup liegt er so bei 180 Silber bis 210 ungefähr bis hierhin. Wohlgemerkt nicht mit dem elektronischen Bissanzeiger, sondern mit einer Glocke. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne war es das eigentlich, wie ich schon gesagt hatte, wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr natürlich, was ihr zu tun habt, oder? Ich hoffe es. Und da ist sie wieder eine. Da ist sie wieder so rum. So, und dann in diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. See ya!